herzlich willkommen zurück zu Let's Replay die Gefährten. Wir machen weiter hier in Bruchtal, wo wir angekommen sind und im letzten Part dem Rat von Elrond quasi gelauscht haben. Das ist gerade, was wir jetzt machen müssen. Keine Quests. Ja. Noch ist es nicht an der Zeit, Bruchtal zu verlassen. Ich verstehe, warum Bilbo hier bleibt. Bruchtal ist grandios. Ich habe niemals bessere Mahlzeiten gehabt. Wir waren eine Weile besorgt, Vetter. Gott sei Dank konnte Meister Elrond deine schreckliche Wunde heilen. Es ist schön, solche Reisegefährten zu haben, Frodo. Ich kam nach Bruchtal, um einen Traum zu deuten. Eine Vision, in der es heißt, der Halbling tritt hervor. Bist du dieser Halbling? Die Mission ist so groß. Und du so winzig. Feuer und Blitze, die ihr auf der Wetterspitze gesehen habt, waren Folgen meines Kampfes gegen die Ringgeister. 3 Tage später und ich hätte euch dort getroffen. Tja. Das seltsame Geschöpf Gollum verriet dem dunklen Herrscher, dass Balkling aus dem Auenland den Ring nahm. Gollum wurde von den Waldelben gefangen gehalten, doch er kam. Noch immer sucht er nach dem Ring. Mein Vater Gloin reiste vor Jahren mit deinem Onkel Bilbo. Die Zwerge des einsamen Berges bewundern Bilbo wie unsere größten Helden. Durch seine Tapferkeit wurde unser Berg vom Drachen Smaug befreit. Ein höchst ehrenwerter Hobbit ist Bilbo Beutlin. Heil wird geborstenes Schwert. Und König, der die Krone verlor. Die Elbenschmiede haben Narsil, die Klinge meiner Ahnen, neu geschmiedet. Ihr erweist mir eine große Ehre. Ihr erweist uns die Ehre, sie gegen den gemeinsamen Feind zu tragen, Aragorn, Sohn von Arathorn, Sohn der Königin Numenors. Sie soll einen neuen Namen haben. Anduril, Flamme des Westens. Möge sie das Ende des dunklen Herrschers sehen und dich sicher zurückbringen, Liebster. Zeit meines Dankes gewiss, Arwen Indomir. Und meiner Lieb. Mai gewannen, Melon. Ja, Anduril hat er ja hier schon bekommen. Hallo Bilbo, wir brechen wohl bald auf. Ich würde mich noch verabschieden. Da bist du ja froh, du mein Junge. Ich habe Geschenke für dich. Nützlich für den gefahrvollen Weg. Als erstes Stich, die Klinge eines Elbenfürsten. Ich wette, du brauchst sie. Das ist ein Mithril-Harnisch aus dem Drachenschatz. Sehr leicht, aber härter als Stahl. Danke für die große Hilfe, die du mir bist. Hilfe? Ich habe dir ein schlimmes Schicksal beschert. Ich würde den dummen alten Ring selbst nehmen. Aber ohne ihn spüre ich jetzt die Jahre. Ich bin nicht mehr wohlerhalten. Und du sagtest einst, das Alte und Starke vergeht nicht. Du solltest deiner Worte gedenken. Ah ja, gib auf dich Acht, Frodo. Und komm mit vielen Neuigkeiten zurück. Ich schreibe ein Buch über dein Abenteuer. Gib auf dich Acht, Onkel Bilbo. Ich bringe viele Neuigkeiten zurück. Und alte Lieder und Geschichten. Es war Dezember, als wir auf der Straße nach Mordor durch das uralte Land Hulsten reisten. Von allen Seiten wurden wir durch Saurons Macht bedrängt. Denn Vögel und Tiere und sogar das Wetter beugten sich Saurons Willen. Der dunkle Herrscher schickte uns einen Schneesturm, als wir den Bergpass Caradhras passieren wollten. Wir kämpften uns voran, bis ein Erdrutsch uns zwang, dem Berg den Rücken zu kehren und einen anderen Weg zu suchen. Aber auch im Buch schickte Saruman eigentlich den Blizzard, den Gefährten da oben auf Caradhras stoppt. Also was hier steht, stimmt nicht so ganz. Naja. Oh, sag bloß im Crush. Dann habe ich das jetzt gespeichert. Ich weiß es nicht. Oh nein. Ja, gut, Leute. Wir sehen uns gleich wieder. Caradhras hat uns besiegt. Sollen wir umkehren? Im Bruchtal ist der Ring nicht sicher. Wohin gehen wir? Es gibt noch einen Weg. Die Minen von Moria. Ein übel beleumundeter Name. Aber in Gondor haben wir starke Verbündete. Damit rechnet der Feind.
Daher darf der Ring nicht nach Gondor. Ich folge dir nach Moria, um die große unterirdische Stadt Khazad-dûm zu sehen. Ich komme mit. Sage euch aber, hütet euch vor den Tiefen Morias. Ich werde nicht gehen. Es sei denn, die ganze Gemeinschaft überstimmt mich. Die Stimme des Ringträgers sollte gehört werden. Ich möchte nicht gehen. Aber ebenso wenig möchte ich Gandalfs Rat ausschlagen. Wir müssen nach Moria. Und zwar bald. Gandalf hat recht. Wir könnten früher, als uns lieb ist, mehr Ärger bekommen. Ja, da bin ich wieder. Bis jetzt Gandalf das mal. Hier, Robo, such das Dorf in Moria in der Nähe des Sees. Gandalf können wir so cooles Zauber machen. Ich nehme mal die Blitze, die haben mehr gut funktioniert. Das kann ja Gandalf gar nichts. Der Noob. Alter Mann, der Gandalf, der ist nicht so gut im Schwertkampf. Au. Aber nicht laut oder so. Ich hab's gelernt. Da muss ganz bestimmt stehen, damit der Kiel als Finisher gilt. Der Schlag als Finisher. Bin ich immer in der Nähe des Kopfes. Das ist erst mit Gandalf lernen. Naja. Ich probiere mal kurz den Feuerball noch aus, dass ihr noch mal gesehen habt außerdem. Zerrupten Typen. Na komm, wir laufen mal ein bisschen weiter, wir müssen jetzt nicht jeden Gegner besiegen. Bevor wir uns die anderen Gefährten hat, aber nur helfen. Servus. Oh Gott. Na, sehr gut. Das ist falsch gelaufen. Shit.
solange der Zauber geht. Jetzt sogar sofort zerlegt. Und jetzt cheatet der Typ. Der andere. Wow. Ja, einer ist auch weggerottet. So, einmal ein bisschen weiter. Na. Ja, nur ein paar Orks. Easy. Gandalf, kein Problem. Na, die haben gemerkt, oh, er ist schon weitergelaufen, wir können ihn nicht mehr angreifen. Wir haben das Westtor von Moria erreicht. Hier endet das Elbenland Hulsten. Hier ist ein Tor? Zwergentore erkennt man nicht, wenn sie geschlossen sind. Sieh. Was besagt die Schrift? Hier steht, die Türen von Durin, des Herrn von Moria. Sprich, Freund, und tritt ein. Was bedeutet das, sprich, Freund, und tritt ein? Wenn du ein Freund bist, sprich das Losungswort. Kennst du das Wort, Gandalf? Wenn ihr mir etwas Ruhe gönnt, werde ich es finden. Haltet die Besten zurück. Ich brauche mir Zeit. Anon et Helen. Ein Schwung. Ich weiß gar nicht, ob das Tattoo eigentlich gerade richtig ist. Ich kann mich mal dran erinnern. Hä? Als ob! Da stand einfach gerade kurz aus dem roten Text und... Das Spiel verarscht mich doch, ich hätte speichern sollen. Naja, ich spiele mal kurz bis dahin. So, ich bin jetzt auch durchgerannt und habe keinen einzigen Feind getötet und es hat trotzdem geklappt, wie ihr seht. Wenn du ein also die Beste. Also ich bin anscheinend hier nicht da und nicht da lang, weil wir verdienen wir, aber ich finde, da hätten wir wenigstens ein Autosave machen können. Das gab es damals zwar nicht oft in Spielen, aber. Ich hätte aber gar nicht auf den Aufkörper zu schießen. Des Lammen! Gandalf! Die Bestie ist gelähmt. Eine gute Chance, die Tür zu öffnen. Das
Losungswort ist das Elbenwort für Freund. Ja, danke. Schade, das war da drauf. Ruhen wir, solange wir können. Wie lange dauert es, diesen Ort zu durchqueren? Ich bin nicht sicher. 3 oder 4 Tage, wenn wir uns nicht verirren oder Ärger bekommen. Ärger? Was für Ärger? Ärger mit Orks. Moria ist riesig und tief. Mit Glück gehen wir den Orks aus dem Weg. Mit Glück scheinen wir nicht eben gesegnet. Vielleicht wärst du lieber zurückgeblieben bei diesem Ding im See. Ich nicht, Herr Gimli. Ich riskiere es lieber hier. Ich bin also schon weg, du Schmorch, ja. So, es fehlen mir ein paar Rohstoffe, aber macht nichts. Ich hab keine Lust, normal zu bekämpfen. So, ab durch diesen Tunnel. Geh mal weg, Gimli. Tolle Kameraführung, ich weiß, ich kann da nichts für. Schwer Double Kill geben. Okay, das ist schon down. So. Ja, lebt da noch eine. Der ist tot. Ja.
George, hab mir Kaffee schon. Geholt von den Wein. Ich schon gesagt, Ziel gerade. Ah, sich einen Weg durchschütteln. Die Frauen haben die wenig Leben, ja. Der Steiger reichen meistens. Und hier. So. So, dann ist vielleicht mal wieder heilen. Ich glaube, ich nehme erstmal den Kram. Die Hobbits brauchen Ruhe, Gandalf. Dies scheint ein guter Lagerplatz zu sein. Stimmt. So gut wie jeder andere in der Nähe. Na gut, Gimli. Wir rasten hier. Aber nicht lange. Orks sind auf der Pirsch. Die Schlange gerastet. Ich gehe zurück. Tolle Idee, dass man während der Sequenz weiterhin beschossen werden kann, wenn man nicht wegmoved. Naja. Ich bin nicht sicher, aber ich glaube, etwas folgt uns. Lautlos in der Dunkelheit. Gollum. Auf einmal ist er weg. Ah.
dich kann ich mich gar nicht erinnern. Au. Ich gebe die an und schießen. Die Konjuration, ich meine, das hier angab. Naja, ist er tot. Oh, sehr gut. Ein paar Ressourcen. Der jetzt ganz stolz steht und ich freue, dass wir ihn besiegt haben. So, Backtracking. Welche Poker haben wir jetzt aufgemacht? Ich weiß ehrlich gesagt richtig. Oder eigentlich noch was. Mein Mirovor. Hier waren wir noch nicht. So, es müsste ja hier die Poker wahrscheinlich aufgegangen sein. Genau. Oh ja, drei Durchgänge. Ich hab schon einen Grund zu speichern. Nicht. Lass mal dreimal Gwindig getroffen und nicht die Orks. Erstmal den Anblick geblast. Ein guter Rastplatz zu sein. Aber bleibt von dem Brunnen weg. Wer weiß, was da unten herumschwimmt und auf eine Mahlzeit wartet. Du wärst nur ein kleiner Bissen, Sam.
Es würde dich vermutlich wieder ausspucken. Pippin, das ist keine gute Idee. Narrischer Tuck! Wirf dich nächstes Mal selbst hinein, dann sind wir dich los. Hör, was ist das für ein Geräusch? Hört sich wie ein Hammer an. Da unten sendet jemand Signale. Wir müssen schnell weiter, bevor die Orks kommen. Rommeln, rommeln in der Tiefe. Ja, wir müssen jetzt den richtigen Durchgang finden. Das ist das Spiel, das wir jetzt machen. So. Gandalf nicht. Chanel muss, ne? Wir haben es jetzt einfach gemacht, das ist auf jeden Fall der ganz rechts. Gandalf. Hallo. Den kann er jetzt Deutsch, den kann er aber wieder aufstehen. Das ist gerade für Snack. Die 21. Der Ausgang ist nah. Bald liegen die Minen von Moria hinter uns. Ich hoffe, du hast recht. Ich auch. Ich habe diesen Ort satt. Er ist so kalt und dunkel. Wo genau sind wir, Herr Gandalf? Ich glaube, in den oberen Hallen. Vermutlich in der 20. oder 21. Sie wurden alle geplündert und sind für Orks nicht interessant. Sie bevorzugen die unteren Ebenen, auch wenn der Schatten der Angst darauf liegt. Angst wovor? Durins Fluch. Ein dunkles Geschöpf, das von Mithril suchenden Zwergen freigesetzt wurde. Sie gruben zu gierig und zu tief. Genug von der Vergangenheit. Mich interessiert die Gegenwart. Ausruhen oder weitergehen? Wir haben wohl keine Wahl. Höhlentrolle! Die konnte ich mich erinnern. Kümmere du dich um die Trolle. Ich suche einen Weg hier raus. Für das Auenland! So, ich glaube, es war einfach. Wegschieben. Also, ja, scheiße. Ich bin vollkommen sonst zu Ende geschoben. Ich wusste aber echt nicht mehr, wenn ich ehrlich bin. Ja, weil ich kurz drauf stand, ich weiß, Spiel. So, weil ich ein Idiot bin, darf ich glaube ich neu laden, weil ich jetzt eh nicht wegschieben kann. Da kann ich auch ziehen. Ah, sehr gut, kann ich auch ziehen. Aber gerne, dass ich das sehr abmüde. Schnell, Gandalf, bring uns hier raus. Ich weiß nicht, wie lange wir noch durchhalten.
Ja, ich beeile mich doch schon. Hobbit, ey. Wenn ich die bekämpfen könnte, hätte ich die schon längst besiegt. Ihr seid mir tolle Gefährten, ey. Echt. Sollen wir Zeitlimit haben, deswegen, ja. Und drauf. Ja, jetzt ist so komisch, dass ich tot. Respekt. Gut, Leute, ich würde sagen, hier machen wir mal einen Cut und machen den nächsten Tag weiter. Vielen Dank fürs Zusehen und bis dann. Einen schönen Tag.